Hallo liebe Sternzeichen Krebs, ich freue mich, dass du hier bist und dir deine allgemeine Legung für den Mai ansiehst. Wir schauen uns jetzt erstmal an, was die schamanischen Traumkarten dir zum Mai mitgeben können. Also, was erwartet dich diesen Monat? Was kommt auf dich zu? Was spielt sich bei dir ab? Was ereignet sich da? Welche Themen, welche Energien sind besonders präsent bei dir in den nächsten Wochen? Welche Nachrichten, welche Botschaften solltest du zum Mai empfangen? Wie schon angesprochen, wir starten mit dem schamanischen Traumdeck und gehen dann über zu den Tarotkarten. Zum Schluss gibt es noch eine Starseed-Orakelkarte für dich dazu. Und jetzt hätte ich gerne eine Nachricht für das liebe Sternzeichen Krebs zum Mai. Okay, ich nehme nämlich nur Karten, die sich klar und deutlich zeigen und aufdecken, und das passiert immer zum Timing der Karten. Wir haben hier das Irrlicht mit dem Thema im Schatten verborgene Schätze und das juwelenbesetzte Netz mit dem Thema Verbundenheit. Eine Karte bitte noch für das liebe Sternzeichen Krebs. Was solltest du noch zum Mai wissen? Was spielt sich da noch bei dir ab? Okay, wir haben hier Welten überbrücken, Welten überspannen. Mit dem Thema ein neues Kapitel aufschlagen. Okay. Ich habe das Gefühl, dass du in den Schatten vordringst. Denn diese verborgenen Schätze findest du im Schatten, wie diese Karte hier ausdrückt. Du bringst dein Licht, du bist dieses Irrlicht, du bringst dein Licht in den Schatten, um dort neue Schätze zu finden, um dort ein neues Kapitel aufzuschlagen, um dich dort mit etwas oder jemandem zu verbinden. Du hast keine Angst davor, diesen Monat dich mit deinen eigenen Schattenseiten zu beschäftigen, mit den Seiten an dir, die du vielleicht nicht magst oder die noch nicht ganz geheilt wurden. Du schaust dir das diesen Monat an. Und hast keine Angst vor der Dunkelheit, du hast keine Angst vor diesen Schatten, weil du weißt, dort finde ich die Lösung, dort finde ich Schätze. Ja, vielleicht, wenn du dich mit deinen scheinbar weniger guten Eigenschaften beschäftigst, findest du heraus, dass sie eigentlich ihre Daseinsberechtigung haben und dass sie auch irgendwo was Positives haben. Oder vielleicht kannst du etwas Wichtiges lernen, wenn du dich mit deinen Wunden beschäftigst, mit Themen aus der Vergangenheit etc. Und auch so, ich habe das Gefühl, dass manche hier diesen Monat sich irgendwo hinbegeben könnten, wo andere nicht unbedingt hingehen würden. Ich weiß nicht genau, was das ist. Aber du traust dich vielleicht diesen Monat, etwas zu tun, was sich sonst niemand trauen würde, weil du weißt, du bringst dein eigenes Licht mit. Ja, manche könnten hier vielleicht einen beruflichen Weg wählen, den niemand anderes wählt, oder ich weiß nicht, freiwillig sich mit Themen beschäftigen, die belastend sein können, weil du einfach das Gefühl hast, ich kann hier zum einen mein eigenes Licht in die Situation bringen und Dinge wirklich verbessern, und zum anderen finde ich vielleicht selbst hier in der Dunkelheit noch verborgene Schätze. Ich habe das Gefühl, dass es hier manche gibt, die sagen, ich habe mich genügend mit dem Licht beschäftigt, ich habe mich genügend mit meinem eigenen Licht beschäftigt, ich habe vielleicht auch in der letzten Zeit jede Menge positive Dinge erfahren. Und jetzt stelle ich mich bewusst den schattigeren Seiten des Lebens, wenn man so will, weil im Licht gibt es nicht mehr viel für mich zu holen. Ich weiß nicht, wie ich das sagen soll. Es fühlt sich nicht so an, als würdest du bewusst irgendwie einen negativen Weg einschlagen. Es ist bloß ein dunklerer Weg, okay? Es ist nichts Schlechtes hier. Im Gegenteil, du findest, wie gesagt, Schätze dort, aber du schlägst einen Weg ein, den wenige Menschen einschlagen würden. Du schlägst einen Weg ein,
in die Tiefe, in die Dunkelheit, aber das ist nichts Schlechtes. Du findest dort vielleicht mehr zu dir, du findest vielleicht andere Menschen, die dasselbe Licht in sich tragen wie du. Ja, weil ich sehe, dass du dich hier in den Schatten mit etwas verbindest oder mit anderen Menschen verbindest. Im Schatten kann man besser sehen, wer dasselbe Licht ausstrahlt wie du. Im Licht kann man das nicht so gut sehen. Ich habe das Gefühl, du gehst in den Schatten, um zu sehen, was dir auch irgendwo gut tut. Die Dinge, die für dich Freude und Positivität ausstrahlen, werden in den Schatten leichter sichtbar sein. Ich weiß, das klingt jetzt alles sehr metaphorisch und weit hergeholt, aber ja, ich habe das Gefühl, du bist unglaublich mutig diesen Monat und traust dich wirklich was. Aber nicht aus Wagemut heraus oder weil du nichts anderes zu tun hast, sondern weil du auf dein eigenes Licht vertraust und weißt, ich werde hier etwas finden können, mich mit etwas verbinden können. Ich weiß nicht genau, lass uns das genauer anschauen. Wir legen diese Muse-Tarot-Karten jetzt für dich dazu. Lass uns schauen, was die dir noch mitgeben können, liebe Sternzeichen Krebs. Was solltest du noch zum Mai wissen? Was spielt sich da bei dir ab? Was erwartet dich diesen Monat? Worum geht es hier mit diesen Schatten, in denen du Schätze finden kannst? Und was kommt hier ansonsten noch auf dich zu diesen Monat? Was solltest du sonst noch wissen? Wir haben hier den Wagen, der kann manchmal für Sternzeichen Krebs stehen. In diesem Fall dein eigenes Sternzeichen, was natürlich schon mal super ist, wenn das die erste Karte ist, die in deiner Legung auftaucht aus den Tarot-Decks. Dann haben wir die zwei der Materialien sowie die neun der Emotionen und eine weitere Karte hätte ich gerne noch aus diesem Deck für dich, bevor wir zur Erklärung übergehen. Okay, die Herrscherin, das sieht sehr, sehr gut aus. Du verlierst dein Licht sicherlich nicht, indem du in die Dunkelheit gehst, indem du dich mit Schatten befasst. Weil ich sehe hier, im Laufe des Mais strahlst du nur noch mehr. Die neun der Emotionen und die Herrscherin hier zeigen mir definitiv, dass du strahlst. Und was wir hier auch sehen, so ein bisschen diese Person, die diese Welten überspannt. Wir haben hier eine Welt, wir haben hier eine Welt. Das ist so ein bisschen ähnlich wie die zwei der Materialien hier. Da kann es darum gehen, Entscheidungen zu treffen. Ich habe das Gefühl, dass du zwischen dem Licht, zwischen dem Schatten, zwischen den unterschiedlichen Welten hier hin und her springst. So ein bisschen. Und genau weißt, wann du dich wieder mit lichtvolleren Dingen beschäftigen solltest oder wann es Zeit ist, in die Tiefe abzutauchen. Aber auf jeden Fall denke ich, dass du das so gut schaffst, dass du im Laufe des Mais nur noch stärker, noch strahlender wirst selber. Wir legen jetzt ein paar Karten zum Wagen dazu und gucken uns den erstmal genauer an. Was spielt sich hier bei dir ungefähr zu Beginn des Monats ab? Was könnte hier ungefähr in der ersten Maiwoche auf dich zukommen mit dem Wagen und dem Teufel? Hier kommt Sternzeichen Steinbock durch, was für manche eine Rolle spielen könnte, aber nicht muss. Was solltest du zu Anfang Mai wissen? Liebe Sternzeichen Krebs. Okay, zur Erklärung des Wagens haben wir den Teufel, die Fünf der Kelche und das Ass der Schwerter. Ja. Hier sehe ich das bereits. Ich habe das Gefühl, du zögerst überhaupt nicht, wenn es darum geht, dich Schatten zu stellen. Okay, der Teufel steht für Schatten, für negativere, toxischere Aspekte bei uns selber, bei anderen Menschen,
Aber du stellst dich dem und du stellst dich auch, ich sag mal, negativen Gefühlen, die dabei hochkommen könnten, wenn du das tust. Aber ich glaube, du bevorzugst die Wahrheit Anfang Mai. Du bevorzugst eine, wie soll ich das sagen, eine in Anführungsstrichen negative Wahrheit vor einer positiven Lüge. Okay. Vielleicht suchst du zu anderen Menschen das Gespräch, wenn du das Gefühl hast, dass sie dir etwas verheimlichen oder dass es da etwas gibt, was du wissen solltest. Ja, manchmal gibt es vielleicht Menschen, die bewusst einer Wahrheit aus dem Weg gehen, weil sie Angst haben, verletzt zu werden. Du machst genau das Gegenteil hier. Anfang Mai, du gehst auf Menschen zu und bist bereit, eine Wahrheit zu hören, selbst wenn sie dich im ersten Moment nicht unbedingt glücklich stimmt, aber du brauchst Klarheit, du brauchst Wahrheit und die suchst du dir auch, so wie es aussieht. Und eben bei anderen Menschen oder in Situationen, mal angenommen, du wartest irgendwie auf eine Zusage oder eine Absage von einem potenziellen Arbeitgeber oder sowas in der Richtung. Ist jetzt nur ein Beispiel, nimm es, wie es für dich resoniert mit. Aber anstatt, wenn du weißt, es ist schon eine Weile her, dass ich mich beworben habe, vielleicht hake ich einfach nochmal nach. Weil ich brauche diese Klarheit jetzt. Ich kann nicht länger warten. Und wenn es eine Absage ist, ist es absolut in Ordnung. Aber ich möchte es halt gerne wissen. Sowas kommt hier so ein bisschen durch. Und auch wenn es um dich selber geht. Ja, wenn es negative Angewohnheiten gibt, denen stellst du dich vielleicht Anfang des Monats. Du läufst nicht länger davor, wenn du weißt, ich tue hier Dinge, die mir selber nicht so gut tun. Du stellst dich dem und schaust, warum ist das so und was kann ich tun, um das zu verändern? Du schaust vielleicht auch, was sind negative Einflüsse in meinem Leben, die ich vielleicht eliminieren sollte oder an denen ich arbeiten sollte, damit sie sich in etwas Besseres verwandeln. Seien das Beziehungen, seien das ja, Hobbys oder Überarbeitung oder was auch immer. Du schaust es dir an, du suchst die Wahrheit, du suchst die Klarheit, du gehst auf Konfrontationskurs vielleicht auch irgendwo. Ich habe das Gefühl, wenn es etwas gibt, was dich stört, dann sprichst du das an. Und du führst lieber ein unangenehmes Gespräch, als gewissen Themen hier aus dem Weg zu gehen. Was nicht heißt, dass du jetzt super streitwillig bist und hier, wer weiß, was für Diskussionen führen möchtest. Ich kann mir vorstellen, dass du Gespräche immer noch auf eine ja, angemessene Art und Weise führst. Aber ich glaube, du bevorzugst die Klarheit. Du bevorzugst es, Klarheit zu geben, anstatt dem aus dem Weg zu gehen. Du bevorzugst es, Klarheit zu erhalten. Und wenn du das Gefühl hast, irgendein Gespräch hilft mir dabei oder ein Telefonat oder eine Nachricht, die ich schicken kann oder so, dann machst du das. Und wie gesagt, du stellst dich vielleicht auch deinen eigenen negativen Angewohnheiten oder Eigenschaften, die du dir angewöhnt hast und schaust dir das Ganze ehrlich an. Du bist ehrlich auch dir selber gegenüber. Wenn es irgendwelche Lügen gibt, die du dir in der Vergangenheit eingeredet hast, dann findest du im Mai vielleicht heraus, okay, das hat so nicht gestimmt und eventuell ist das ein bisschen tough, sich das einzugestehen. Aber auf der anderen Seite habe ich das Gefühl, jetzt ehrlicher, authentischer mit mir selber zu sein und auch irgendwo stärker zu sein, weil ich Dinge so akzeptieren kann, auch wie sie sind. Lass uns die zwei der Materialien ansehen. Und es braucht einfach diese Akzeptanz von negativen Dingen, bevor wir sie verändern können. Bevor wir nicht bereit sind, Dinge so zu sehen, wie sie sind, können wir sie auch nicht verändern. Und du bist bereit, Dinge zu verändern. Hier mit dem Wagen, du gehst mutig voran. In der zweiten Spalte haben wir zu zwei der Materialien die drei der Stäbe und den König der Stäbe. Manche könnten es hier mit einem Feuersternzeichen zu tun haben, Löwe, Widder, Schütze. Ich
sehe auf jeden Fall jemanden in deinem Leben, der sehr selbstbewusst ist. Vielleicht verkörperst du auch diese Energie hier. Ich habe das Gefühl, dass du es mit jemandem in der zweiten Maiwoche gerade vielleicht zu tun haben könntest, der sehr selbstbewusst ist. Auch irgendwo vielleicht so ein bisschen autoritär. Und mit dieser Person musst du vielleicht irgendwie zusammenarbeiten oder willst du. Das kann beruflich sein oder in deinem Freundeskreis, in der Familie oder so. Ich sehe, dass du es mit so einer Person zu tun haben könntest. Und vielleicht auf der einen Seite versuchst, deinen eigenen Vorstellungen gerecht zu werden, deine eigene Meinung zu vertreten, aber gleichzeitig vielleicht auch dieser Person irgendwo entgegenzukommen oder eine Lösung zu finden, die für alle irgendwo passt. Okay, wir haben hier die Todkarte dazu. Sternzeichen Skorpion kommt hier außerdem durch. Ja, ich habe das Gefühl, hier gibt es eine größere Veränderung, die vielleicht ansteht und die du gemeinsam mit jemandem bewirken kannst. Ich habe das Gefühl, es gibt hier eine Entscheidung, die du vielleicht gemeinsam mit jemandem treffen musst oder in Bezug auf diesen jemanden, wer auch immer der König der Stäbe bei dir ist. Und wenn du diese Entscheidung triffst, bewirkst du eine große Veränderung oder wenn ihr diese Entscheidung trefft. Aber du wirst nicht daran vorbeikommen, diese Person irgendwie mit einzubeziehen. Entweder indem du dir Gedanken über diese Person machst oder indem du tatsächlich mit dieser Person zusammenarbeitest. Aber irgendwo ist diese Zusammenarbeit nötig oder dieses sich Gedanken darüber machen, was will, was braucht diese Person, um eine Entscheidung treffen zu können. Und diese Entscheidung ist dafür verantwortlich, dass diese Veränderung sich verwirklichen kann, was auch immer das ist. Lass uns das vielleicht genauer anschauen. Ich habe hier das Bedürfnis, noch ein, zwei Dominus-Tarot-Karten dazu zu legen. Worum geht es hier genau? Was ist das für eine Veränderung, die du hier bewirken kannst, indem du eine Person mit einbeziehst? Da haben wir den Knaben der Inspiration, noch mehr Feuerenergie, Löwe, Widder, Schütze. Noch mehr Austausch, okay, auch Flexibilität, was den Austausch, die Kommunikation hier angeht. Du sollst flexibel bleiben, du sollst das Gleichgewicht halten, wie man es auch hier sieht auf der Karte. Okay, wie gesagt, schau darauf, dass deine eigenen Bedürfnisse hier abgedeckt sind. Schau darauf, dass du gleichermaßen auf andere Menschen eingehst. Ich kann mir vorstellen, dass du irgendeine Art von Verantwortung hier trägst, nicht nur dir selber, sondern auch anderen Menschen gerecht zu werden diesen Monat. Aber hier gibt es eine Energie, die sich zusammenballt durch diese Zusammenarbeit oder durch diese Veränderung, die ansteht. Ich glaube, im Mai ist das Ganze erst noch dabei, sich zu verwirklichen. Aber was auch immer sich hier in der zweiten Maiwoche ungefähr abspielt, es bewirkt diese Verwirklichung. Okay, lass uns die Neun der Emotionen ansehen. Wofür steht die hier bei dir? Ungefähr in der dritten Maiwoche, liebe Sternzeichen Krebs. Was solltest du hierzu noch wissen? Was können dir die Karten zur neuen Emotion mitgeben, die generell für Wunscherfüllung steht, für Zufriedenheit und Freude? Also sehr, sehr schön. Ich sehe das relativ schnell, relativ plötzlich mit der Acht der Stäbe, diese Erfüllung auf dich zukommen könnte oder ja, irgendetwas sich in eine sehr positive Richtung entwickeln könnte. Was ist das genau beim lieben Sternzeichen Krebs diesen Monat? Worum geht es hier mit der 9 der Emotionen und der 8 der Stäbe? Die 5 der Schwerter. Und der Ritter der Münzen. Ja, hier geht es um einen Prozess. Hier geht es um etwas, woran du vielleicht gearbeitet hast, aber wo du vielleicht nicht wirklich in dem Tempo, was du dir erhofft hast, die Erfolge sehen konntest bisher. Und jetzt merkst du vielleicht, okay, das entwickelt sich
auf einmal wesentlich schneller weiter oder ich sehe plötzlich kleine Erfolge, auf die ich zugearbeitet habe. Das ist absolut etwas, worum du dich bereits bemüht hast, aber was vielleicht noch nicht so zufriedenstellend war, wie du es dir erhofft hattest, okay? Also wenn du auf einen gewissen Erfolg wartest und wenn das auch erstmal nur kleine Erfolge sind, um eine gewisse Bestätigung zu bekommen. Ich denke, dass du sie in der dritten Maiwoche erhalten könntest, dass da Dinge auf einmal sich schneller weiterentwickeln und positiver weiterentwickeln als vorher. Besonders wenn es ein Erdsternzeichen irgendwo beinhaltet, okay, mit dem Ritter der Münzen haben wir Erdenergie, Jungfrau, Stier, Steinbock. Das heißt, wenn es bei dir hier um einen Erfolg geht, der so eine Person mit einbezieht oder einfach jemanden, der sehr bodenständig, vertrauenswürdig ist, aber Dinge eher langsamer angeht, dann könnte es da jetzt schnelleren Fortschritt geben. Ja, für manche kann das eine Verbindung sein, die auf einmal so ein bisschen an Fahrt aufnimmt und sich in die Richtung entwickelt, die du dir erhoffst, vielleicht in der Liebe oder in der Freundschaft, dass ihr euch wieder mehr sehen könnt oder schönere Gespräche führt oder vielleicht einfach das Ganze eine spezifische Richtung annimmt, die vorher noch nicht ganz ersichtlich war. Hier kann es aber natürlich auch um berufliche Erfolge gehen, gerade weil wir hier eben auch Erdenergie haben, die oftmals für Beruf und Finanzen steht. Da sehe ich absolut einen gewissen Fortschritt. Und auch wenn du irgendwelche Fitnessziele oder sowas hast, könnte es sein, dass du hier den Fortschritt siehst, den du dir erhofft hast, nachdem es vielleicht vorher noch so ein bisschen stockend war, diese Weiterentwicklung. Okay. Wer weiß, vielleicht bist du dabei, Muskeln aufzubauen oder abzunehmen oder sowas. Und bisher hast du wirklich stark an deiner Ernährung gearbeitet, an deiner sportlichen Bewegung und trotzdem hast du das Gefühl, noch keine Erfolge, keine Resultate zu sehen. Das könnte ungefähr ab Mitte Mai auf dich zukommen, diese Erfolge. Und das vielleicht auch schneller als vorher oder schneller als gedacht. Und auch wenn du eben Anfang des Monats dich hier deinen Angewohnheiten oder ähnlichem stellst und da bereit bist, daran zu arbeiten, eventuell auch mit anderen Menschen zusammen, könnte das behilflich sein, absolut. Dann kann ich mir vorstellen, dass du ab der zweiten Maihälfte da auch siehst, okay, das bewirkt was, das verändert was. Ich sehe hier, dass ich mich in eine positive Richtung entwickle oder dieser Lebensbereich. Ja, also wie gesagt, wenn du dich in die Schatten vorwagst, Anfang des Monats, wirst du im Laufe des Monats merken, das lohnt sich für mich. Endlich bewegt sich was vorwärts, weil ich mich endlich dem gestellt habe, was ich vorher ignoriert habe. Ich habe das Gefühl, dass du in einem oder vielleicht sogar mehreren Lebensbereichen all das getan hast, was dir leicht gefallen ist. Okay, und du hast damit auch Fortschritte gesehen. Das war auf keinen Fall Zeitverschwendung. Ich glaube, du hast genau das Richtige gemacht, indem du dir diese Dinge erstmal angeschaut hast, daran gearbeitet hast. Aber jetzt bist du an einem Punkt, wo du vielleicht zusätzlich auch Dinge tun sollst, die dir nicht so leicht fallen oder die so ein bisschen Überwindung dir abverlangen. Und wenn du das machst, wirst du endlich wieder neuen Fortschritt sehen. Also trau dich vor in die Schatten, trau dich, dich ja, beängstigenden Dingen zu begegnen, weil du hast den Mut dafür, du hast das innere Licht dafür und du wirst dort, wo du dich vorher nicht hingetraut hast, mehr rausholen können. Okay, lass uns die Herrscherin ansehen. Wofür steht die Herrscherin hier bei dir gegen Ende des Monats? Und zur Erklärung haben wir den Herrscher. Also wir haben hier ein Pärchen, was sehr, sehr schön ist. Ich glaube, ich weiß nicht, bei irgendeinem anderen Sternzeichen war auch in der letzten Spalte dieses Pärchen abgebildet, Herrscherin und Herrscher zusammen. Wenn ich es wüsste, ich glaube, es war Widder oder Stier. Vielleicht hast du es mit so einem Sternzeichen zu tun, gerade weil der Herrscher natürlich auch für Sternzeichen Widder steht.
Aber mit irgendjemandem könntest du hier ein sehr gutes Paar abgeben. Sei es in romantischer Hinsicht oder sei es eine berufliche Zusammenarbeit. Aber ich sehe hier eine Partnerschaft, die sehr gut funktioniert. Ja, gerade in beruflicher Hinsicht für einige. Könnte es eine Partnerschaft geben, die auf dich zukommt? Vielleicht ist das eine neue Möglichkeit, die sich dir bietet. Ein versteckter Schatz, der sich dir bietet. Ja, wenn du traust. Dich traust, mit Menschen Kontakt aufzunehmen, mit denen du gerne zusammenarbeiten möchtest. Auch wenn du vielleicht aktuell noch denkst, boah, bin ich überhaupt so weit? Habe ich überhaupt, was es braucht, um mit dieser Person oder diesem Unternehmen zusammenarbeiten zu können? Trau dich einfach. Trau dich, weil es könnte sich sowas von lohnen. Okay, wenn du selbstständig bist, natürlich hier, gibt es vielleicht irgendwelche Kooperationspartner, die dich auf neue Ebenen des Erfolgs bringen könnten. Oder wenn du Angestellter bist, gibt es vielleicht irgendwie ein Unternehmen oder du sollst einfach mutig genug sein, um nach einer Gehaltserhöhung zu fragen oder sowas in der Richtung, weil du wirst hier scheinbar belohnt und es gibt eine richtig gute Zusammenarbeit oder Kooperation hier für einige. Wenn du in einer Beziehung bist, Ende Mai, dann kann ich mir vorstellen, dass ihr hier gemeinsame Ziele verfolgt für eure Beziehung, für eure gemeinsame Zukunft, dass es vielleicht hier besonders, ich sag mal, finanzielle Dinge gibt, die ihr euch erfüllen wollt. Vielleicht spart ihr gemeinsam auf irgendwas oder vielleicht plant ihr etwas Größeres, was ihr umsetzen wollt. Hier kommt auch noch mal starke Erdenergie durch, Jungfrau Stier, Steinbock. Und ich sehe, dass es hier um was Langfristiges geht mit der 9 der Stäbe. Okay, diese Partnerschaft wird wahrscheinlich langfristig auch sehr gut funktionieren und eben nicht nur für Ende Mai. Aber ich sehe auch, dass die Ziele, die ihr verfolgt, relativ langfristig sind. Okay, vielleicht planst du mit deinem Partner, deiner Partnerin ein Haus zu bauen oder so. Das passiert natürlich nicht innerhalb von ein, zwei Monaten, sondern dauert vielleicht etwas oder vielleicht plant ihr Kinder zu bekommen. Sowas dauert. Auch in beruflicher Hinsicht, vielleicht gibt es hier langfristige Ziele, die du dir setzt und mit denen, an denen du arbeitest, mit jemand vielleicht gemeinsam. Aber dich in beruflicher Hinsicht mit anderen Menschen zusammenzutun, könnte auf jeden Fall eine schlaue Entscheidung sein, diesen Mai. Selbst wenn du dir sagst, ah, eigentlich bin ich eher ein Einzelkämpfer, ich fühle mich dabei wohler. Trau dich vor in diesen Schatten, in das Unbekannte. Nimm Kontakt auf zu Menschen, wo du denkst, kann ich mir das überhaupt leisten, wenn du da vielleicht erst investieren musst? Oder diese Menschen sind viel erfolgreicher, viel bekannter als ich. Egal, gerade dann können sie ja hilfreich für dich sein. Aber ja, ich sehe hier außerdem, dass es finanziellen Erfolg gibt, der dich erwartet, aber der langsam auf dich zukommt. Ein Investment, was du vielleicht im Mai tätigst, könnte langfristig erfolgreich für dich sein, wenn du überlegst, finanziell irgendwo zu investieren oder so. Aber was auch immer du Ende Mai angehst, ich glaube, langfristig wird es sehr erfolgreich für dich sein, sehr lukrativ. Lass uns zu diesen beiden Spalten nochmal ein paar Karten legen, weil ich habe das Gefühl, hier gibt es noch eine Botschaft, was die Liebe angeht oder andere Beziehungen in deinem Leben, die rauskommen möchte, aber ich kann sie noch nicht so ganz fassen. Was solltest du noch wissen zur Liebe oder zu anderen Beziehungen in deinem Leben diesen Monat? Liebe Sternzeichen Krebs, was können dir die Karten dazu mitgeben? Wir haben hier die 2 der Stimmen. Ja, wie gesagt, es könnten Entscheidungen auf dich zukommen in deinen Beziehungen. Ich glaube, dass du dir viel Gedanken darüber machen könntest diesen Monat. Wo führen mich gewisse Beziehungen hin? Wie soll das Ganze in Zukunft weitergehen? Was nicht heißt, dass du zwangsweise unzufrieden bist, aber ich glaube, dass du genau weißt, wo du hin möchtest. Und
Ich habe irgendwie das Gefühl, dass du das nicht länger aufschieben sollst. Wenn du jemanden, ich sage jetzt mal, Wochen oder Monate lang kennengelernt hast und du weißt, ich will eine Beziehung und ich kann da nicht länger drauf warten, dann geh dem nach und schau, was du tun kannst, um das zu erreichen. Beziehungsweise ich habe das Gefühl, dass eben hier auch plötzlich dieser Erfolg kommen kann. Wir haben hier die Sonne, Erfüllung, Freude. Ich glaube tatsächlich, dass du deinen Zielen hier auch in persönlichen Beziehungen näher kommen kannst. Das heißt, gerade in der Liebe, wenn es hier etwas gibt, was du dir für euch beide wünschst, dann kann ich mir vorstellen, dass etwas passiert, was euch dem näher bringt oder dass diese Person dir entgegenkommt, was deine Wünsche angeht. Und auch kann ich mir vorstellen, dass du gerade ab der zweiten Maihälfte vielleicht mehr Zeit mit den Menschen verbringen kannst, mit denen du mehr Zeit verbringen möchtest. Das können auch Freunde sein oder Familienmitglieder. Aber ich habe das Gefühl, dass sich ab der zweiten Maihälfte hier mehr Möglichkeiten ergeben könnte, beziehungsweise für einige auch schon in der zweiten Maiwoche. Aber dass sich hier mehr Möglichkeiten ergeben könnten, Zeit miteinander zu verbringen, was gemeinsam zu unternehmen und Spaß zu haben. Ja, das ist eine sehr positive Legung. Ich glaube absolut, dass du deiner Erfüllung hier näher kommst. Aber dafür sollst du wahrscheinlich eben auch Wege betreten, auf denen du vielleicht bisher noch nicht allzu viel gegangen bist oder die dir irgendwie dunkel erscheinen, sage ich mal. Ich habe das Gefühl, dass du gerade in der Dunkelheit das Licht findest, diesen Monat. Ja. Denn was hier mit den Tarotkarten rauskommt, ist keineswegs Dunkelheit. Wir haben hier die Sonne. Wenn was strahlt, dann ist es die Sonne. Du findest die Sonne in deinen Beziehungen, in beruflicher Hinsicht, aber dafür sollst du vielleicht den dunkelsten Weg nehmen. Ich weiß nicht genau, was das für dich bedeutet. Ob das bedeutet, dass du unangenehme Gespräche erstmal führen sollst und in die Wege leiten sollst, damit ihr am Ende wieder, ja, auf einen fröhlichen gemeinsamen Nenner finden könnt oder dass du dich eben was trauen sollst, was du dich bisher noch nie getraut hast. Aber und vor allen Dingen auch gerade in deinen Beziehungen sollst du dir vielleicht eingestehen, wo du dich noch besser verhalten kannst. Bist du vielleicht jemand, der sehr impulsiv ist und kannst du vielleicht da irgendwie schauen, ob du dich ein bisschen zügeln kannst oder bist du manchmal zu distanziert anderen Menschen gegenüber und kannst mehr auf sie zugehen? Kannst du vielleicht manchmal ein bisschen verständnisvoller sein oder anderen Menschen mehr Fragen stellen, mehr Komplimente machen oder sowas in der Richtung? Natürlich ist es schwierig, sich selber einzugestehen, wenn man irgendwo noch dazulernen kann, wenn man irgendwas vielleicht noch nicht wirklich perfekt macht, aber für die Zukunft kann dir das absolut weiterhelfen, weil es dazu führt, dass du mehr Licht in deine Verbindungen reinbringst oder eben auch in deine berufliche Situation, wie wir vorhin angesprochen haben. Trau dich, dich selber zu hinterfragen, trau dich, dir deine eigenen Schattenseiten anzusehen, weil ich glaube, dadurch wirst du herausfinden, was es wirklich braucht, um weiterzukommen. Und dann kommt auch dieser schnelle, plötzliche Erfolg. Also, ich hoffe, dass dir diese Legung gefallen hat und du was daraus für dich mitnehmen konntest. Wenn du Interesse an einer persönlichen Legung hast, dann findest du den Link dazu unten in der Infobox. Außerdem gibt es dort einen Link zu meinem Instagram-Profil, wo ich auch schriftliche Legungen poste, Inspirationen, Rabattaktionen etc. Ja, und ansonsten wünsche ich dir heute noch einen schönen Resttag und einen richtig tollen Mai.